So, liebe Freunde, wir sind hier heute bei der Premiere von Resikrass. Hier ist gerade unser Backstage. Ja, wir haben hier ein bisschen Platz. Und jetzt schaut mal, was hier los ist bei Resikrass. Bitte schön, los geht's. So, das ist die Premiere hier bei Resikrass. So schön. Oh, so, ja, da guckst du dir an, da ist er. Wunderbar, herrlich. Ja, ich sagte Ihnen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn ihr während meines Teils der Veranstaltung esst oder trinkt oder wie auch immer. Ich bin es gewohnt, dass während ich rede, andere Leute essen oder trinken. Genau, ja, ich bin Deutschlehrer. Ja, deshalb gerne, ja, ist schon wirklich, ist nicht ausgedacht, deshalb gerne auch mittendrin einfach aufstehen und rausgehen, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Das ist überhaupt, bitte. Einfach vor allem unkommentiert, das ist wichtig. Ne? Einfach gehen, einfach sagen, ihr keinen Bock mehr. Ja, überhaupt gar kein Ding, einfach direkt hier noch zum Essenstruck gehen, sich was holen. Ja, das ist zur Raucherpause, die da rausgehen. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Schnell voll Applaus ab, nimmt er die Position ein. Gut, das überrascht mich nicht. Also ich meine, guck mal, ihr geht an einem Donnerstag in ein Kunstrasengeschäft, um euch irgendwelche Spaßvögel und um euch schön einzulöten. Das wundert mich nicht, dass hier nicht so viele, dass die Erwachsenendichte nicht so hoch ist. Ja? Ich bin ja früher immer, habe ich mich heimlich von zu Hause weggeschlichen, so um auf Partys zu gehen. Heute schleiche ich mich heimlich von Partys weg, um nach Hause zu gehen. So. Das ist so. Früher bin ich total verkatert wach geworden, ne, nach einer Party, habe gedacht, oh, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich gestern besoffen nicht noch irgendeine Scheiße gebaut. Heute werde ich verkatert wach und denke so, boah, hoffentlich habe ich gestern nicht besoffen für irgendeine Wanderung zugesagt.